neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es um meinen eigenen Best-of-Kanal, der für mich erstellt wurde. Dankeschön auf jeden Fall an dich, den kenne ich auch selbst und das hier ist mein Best-of-Kanal. Dort wird ab jetzt die ganzen Best-ofs hochgeladen. Ich habe damit nichts zu tun, das heißt, er hat es von sich selbst gemacht und so wie Twilight für Trimax hat er sich gedacht, okay, der Daniel, der braucht jetzt mal einen Best-of-Kanal. Und deswegen schauen wir uns heute mal das Best of Daniel Plays Chest Openings Hashtag 1 an. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie er das gemacht hat. Und dann schreiben wir ihm auch mal direkt einen Kommentar. Hey, danke. Mal hier live im Video. Und ich würde mich auch mal mega freuen, wenn ihr dann hier auch mal auf diesen Kanal geht und dann dort auch mal ein Abo da lasst und ein Like. So wie ich jetzt hier. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video dann auch jetzt anschaut, wenn es euch gefällt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Video jetzt mal hier genau selbst an und bin auf jeden Fall mal gespannt auf meine Reaktion. Und dann würde ich sagen, let's go. Mindestens 2 legendäre Karten, wenn nicht sogar 3 oder 4. Okay, da haben wir das Weihnachtsangebot gekauft. Das ist schon länger her. Zweifacher Wert, die kaufe ich mir jetzt einmal und bis gleich. Wir können uns das Angebot auch kaufen und wir gehen auf Kaufen. Ich glaube, da haben wir Riesentruhe, Magitruhe und Super Magitruhe gekauft. Eine Riesenkiste aus Arena 10 und kommt da jetzt vielleicht eine Legendary? Nein, auch keine Legendary. Das wäre zu nice gewesen. Aber 24 mal der Elixier-Kollektor und wieder. Oh, da haben wir die Elite-Barbaren endlich mal auf Level 10 kriegen. Voll cool. Haben wir jetzt schon fast 1000 mal. 9 mal der Elixier-Kollektor. Oh Mann, das ist so bitter. Ja, da habe ich nie eine Legendary-Card gezogen. Voll geil. Einmal gleich den Packer, der ist schon fast auf Level 5. Und also, schreibt mal eure Kritik rein, damit wir das hier mal verbessern können. 3, 1. Boom! Okay, die legendäre. Oh, das kenne ich noch, das kenne ich noch. Ist es geil, Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare und. Boom! Das Kampfholz geht auf Level 2. Boah, das Kampfholz, das war nice. Also, der Drop auch dahinter, voll nice, oder? Also, finde ich gut. Finde ich gut. Das Kampfholz. Okay, gut, da haben wir jetzt schon mal eine legendäre Karte gezogen. Weiter geht's. Und jetzt der vierfache Wert. Eine Super Magical Chest mit 6000. Also ich finde das Best-of bis jetzt sehr gut. Also oh mein Gott, okay. Das ist ja Chest-Opening, seht ihr hier oben. Könnt ihr ja mal reinschreiben, welches Motto er vielleicht als nächstes machen soll. Sperr-Kobold-Hütte, 176 mal die Eisgeister, 248 Lakaien. Da ist jetzt, die gewöhnlichen Karten sind weg. Und als ob. Wir bekommen nicht mal in der Super Magical Chest eine legendäre Karte. Als ob. Das ist jetzt gerade. Ich habe sonst immer. Aber Feuerball auf Level 8, das war gut. Aus jeder Super Magical Chest eine legendäre Karte. Und Guards auf Level 5, das war nice. Die Wächter auf Level 5. Ich bin gerade ein bisschen. Ja. Keine legendäre Karte. Aber 6500 Gems. Also, das ist krass. 3, 2, 1. Boah, Alcatraz. Die legendäre Kiste öffnet sich und ist es der Lava-Hund? Bitte schreibt es in die Kommentare. Und 3, 2, 1. Ja! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Ich da ausraste wegen einem Lava-Hund. Nein, wir haben jetzt nicht gerade erst auf den Lava-Hund gezogen. Nice, Leute! Also. Den Lava-Hund frei. 1801. Oh, das ist leicht auf dem Stream. Einmal den Packer. Das ist das Stream-Best-of. Oh, nice. Und 294 mal die Kobold-Gang. Auf jeden Fall, einmal der Packer ist nicht schlecht. So, 1909 mal Gold. Einmal eine dunkler Prinz, 30 mal. Oh, da hatten wir 7300 Abonnenten noch. Mal jetzt haben wir fast 8000, das okay, ist so übertrieben krass. Hier die Banditin rausziehen oder vielleicht das Kampfholz oder so. Hier, die Karte brauche ich unbedingt. Nur 3 Karten. Und einmal der Tornado, 30 mal der Rambock und 273 mal die Kobold Gang. Ja, man sieht einfach nur die Kobold Gang. Nice, jetzt die Clan-Truhe. Würde mich bestimmt freuen. So, weiter geht's. Zweimal Ofen. Einmal den Drachenbaby. Das könnte vielleicht schon ein Anzeichen für eine Legendary Card sein. Nochmal Koboldfass. Boah, da haben wir drei. Wie oft wir da Epics bekommen haben. Das war so krass, so übertrieben. Und ist vielleicht eine Legendary Card? Nein, leider keine Legendary Card. Ach, das war richtig schade. Richtig schade war das. Rambock. Let's go. 758 Gold. Haben wir da eigentlich irgendwann mal eine Legendary Card richtig gezogen aus so einer Kiste? Also, ich hab's bis jetzt noch nicht richtig mitbekommen. Wir brauchen hier sehr viele auf einem Stack. 20 gewöhnliche. Oh Mann, das ist so schade, hier ziehen. Nö, auch keine Legendary Card. Legendary Card raus. Dafür geht die Hexe aber auf Level 5, die ich aber nie spiele. Oh, nice. Okay. Das ist auf jeden Fall ein gutes Best-of gewesen, muss ich schon sagen. Jetzt seht ihr ja noch Dena und Trimax und so. Das, was mir so angeboten wird. Aber auf jeden Fall muss ich sagen,
es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Vielleicht noch irgendwie aus einer lustigen Szene oder so, so ein Intro eben halt und eben halt das Ende. Aber wenn ihr auch Verbesserungen habt, die ihr einsetzen soll, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben oder in meinem Video jetzt hier unten einfach mal reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Das war mein Best-of-Kanal. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.